Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir hatten heute Bock auf Lamm vom Smoker. Wird jetzt nicht ganz klassisch, eher so eine Crossover-Variante. Bisschen Joghurt dazu aus Griechenland, ein bisschen Minze, ein bisschen Lumi, ein bisschen Knoblauch. Wird geil, wird geil. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde, relativ übersichtlich, soll ja schnell gehen, denn wir wollen schnell den Sommer wieder zu Hause haben, ist wirklich. Gott, Winter reicht jetzt, Freunde, Winter reicht. Lammkarrees, natürlich hier, guckt euch das an, wunderschöne kleine Lammkarrees, ha? Regionales Lamm aus dem Oderland, geordert bei den Fleischrebellen und Freunde, nicht vergessen, ne? Fleischrebellen abchecken, Link ist unten in der Box, mit dem Gutscheincode FRB-030BBQ 10%. Rabatt auf eure Bestellung, ne? Also wunderschönes Oder-Lämmeken. Wir brauchen ein bisschen Limette, ein bisschen Knoblauch. Ich habe hier griechischen Joghurt. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Petersilie, ein bisschen Minze. Wir brauchen Australian Lumi-Lumi-Soße. Habe ich euch schon beim Lumi-Lumi-Steak erklärt. Da ist alles Mögliche drin. Zucker, Ingwer, Knoblauch, Chili, Soja. Ihr könnt euch das auch zusammenmischen, wenn ihr die nicht kaufen wollt. Ansonsten bei uns im Shop, Freunde, ne? Ein bisschen Senf, gutes Olivenöl. Leo, Freunde, Leo Olivenöl, das beste Olivenöl der Welt. Auch Link unten in der Box, ne? Und an Gewürzen von der Spice Bar. Heute ein bisschen Fleur de Sel. Ja? Hello Mediterraneo. Glorreiche Halunken. Und für Saskia, wer hätte das gedacht? Piment de Spalletta, ne? Das war's eigentlich. Ne? Ja? Bierchen. Cheers auf euch, Freunde. Ah, jedes Bier schmeckt besser aus 030 Barbecue-Glas. Okay, Werbung Ende. Los geht's. Zack, wir starten durch mit unserem Lamm. Das wird nämlich mariniert. Dafür brauchen wir ein bisschen Vorbereitungszeit. Also hier unsere wunderschönen Lammkarrees. Die habe ich jetzt ein bisschen pariert. Also oben die Fettschicht ein bisschen weggenommen. Hinten auf der Silberhautseite einfach nur ein bisschen eingeritzt mit einem Messer. Das reicht uns völlig aus. Da machen wir keine großen Faxen. Wir rühren uns jetzt die Marinade zusammen. Olivenöl. In ein Schüsselchen, da können wir ordentlich nehmen. Da kommt jetzt Olivenöl und Lumi-Lumi-Soße rein. Mischungsverhältnis ungefähr 2:1. Ne? Zwei Teile Olivenöl, ein Teil Lumi-Lumi-Soße. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Öl hier reinbringen. Guckt euch das an, wunderschöne Farbe, oder? Goldgelbes Olivenöl. Ihr könntet das Zeug trinken, Freunde, trinken. Dazu geht ein bisschen Lumi-Lumi. Ja. Mal gucken. So, wunderschön. Spritzer Senf. Nach danach Gefühl, Freunde, wie immer, ne? So, zack. Soll sich nur alles schön verbinden. Etwas Salz. So eine Prise. Von den glorreichen Halunken, Freunde, geile Pfeffermischung. Ganz viele verschiedene Sorten. Und richtig Bums. Pfefferchen. Zack. Ordentlich von den Kräutern. Guck mal. Ne? Da kann richtig was passieren, Freunde. Das soll ja auch noch was schmecken. Zack. Und noch ein bisschen Piment de Spalletta. Da wollen wir es nicht übertreiben. So, was war denn das jetzt? Ein Teelöffel vielleicht, ne? Alles schön verquirlen. Guck mal, wie kalt das ist, Freunde. Das wird richtig schön sumpfig hier. Noch mal kurz abschmecken. Ist geil, ist geil. Marinieren. Und dazu packt ihr euch eure wunderschönen Lammkarrees einfach hier in so ein Förmchen rein. Könnt ihr auch in einem Zipperbeck machen oder worin ihr wollt. Wir brauchen bloß ein bisschen Fläche hier. Und da geht unsere Marinade rüber. Sehr schön, dass überall schön was dran ist. Die gleich nochmal drehen, damit wir auch jede Stelle erreichen. Und dann die ganze Nummer nochmal für eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Kühlschrank. Oder in dem Fall, lasst ihr einfach draußen stehen. In der Zeit regeln wir den Smoker ein. Wir brauchen so, was nehmen wir, 130 Grad ungefähr. Und machen noch unseren Dip. Zack, für unseren wunderschönen Joghurt-Dip. Wie gesagt, Freunde, griechischer Joghurt. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Wenn da ordentlich Fett drin ist, ist das nicht so schlimm. Ne? Da kommt jetzt unser Knoblauch dazu. In dem Fall am besten durch die Presse. Schön die 2 Zehen. Oh. Wenn ich die Finger noch auseinander kriege. Einmal. Na. Das wollten wir nicht. Das wollen wir wieder raus. Aber die zweite auch noch dazu. Zack. Schön Knoblauch rein, da Freunde. So, jetzt noch ein Schuss Olivenöl. Nicht zu viel, aber es macht es cremig. Ne? Zack. Etwas Limettensaft. Einmal kurz anrollen. Und dann. Oh Gott, nee, ich habe ja schon keine Finger mehr. Zack.
halbe Limette, ja vielleicht, so grob angepresst, ne? Zack. So, dann kommt unsere Minze dazu. Das hat so was Schönes. Ja, Minze, sagt Saskia, ist eigentlich Englisch, oder? Also für mich ist das alles irgendwie eine griechische Variante. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und die Petersilie, schön grün. Ein bisschen Salz. Ja, nicht so viel, abschmecken können wir später immer. Und noch ein bisschen Pfefferwürzung. Also unsere Halunken. Und das ist es eigentlich auch schon. Einmal umrühren. So, ganz fixe Nummer. Oh, geil. Hm? Sieht schon mal schön aus und schmeckt. Oh. Geil, geil. Nehmen wir so. Oh, ich gehe jetzt noch mal kurz eine halbe Stunde rein und dann sehen wir uns gleich wieder am Smoker. Zack, Zeitsprung, Freunde. Ich habe mich ein bisschen aufgewärmt drin. Und unsere Karees haben jetzt eine Dreiviertelstunde in der Marinade gebadet. Da ist Geschmack dran. Smoker läuft. Ich habe Applewood drin heute, weil ich ja stehe auf die Obstholzer. Könnt ihr aber auch nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr keinen Smoker habt, könnt ihr das auf dem Grill machen mit einer Smokebox oder ihr lasst den Rauch komplett weg. Schmecken tut das trotzdem. Ne? 130 Grad. Ja. Und die basteln wir uns jetzt erstmal auf den Smoker hier rauf. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sehr schön bei Lammkarrees ist immer, wenn ihr euch die so ineinander stellt, habt da zwar schmutzige Finger, aber dann stehen die normalerweise ganz schick. Und es sieht auch gut aus. Wartet mal, ich mach das mal schnell fertig. Also so, guck mal, wunderschön, oder? Glitschige Kamerad könnt ihr natürlich auch hinlegen. Aber so finde ich es ganz geil. Deckel zu, zack. Und jetzt würde ich sagen, ja, ist Lamm. Irgendwas in Richtung 60 Grad Kern. Wir gucken mal, wie weit wir kommen und wie lange das dauert. Zack, Freunde, erneuter Zeitsprung. Hat jetzt doch knappe 35, 40 Minuten gedauert. Ist aber auch wirklich bitterlich kalt hier draußen. Ne? Guck mal rein hier. Oh, das sieht schön aus, Freunde. Das sieht schön aus. Da holen wir uns jetzt mal einen Kameraden runter und gucken mal. Oh, geil, guck mal. Das sieht schon mal richtig saftig aus, das Stückchen hier. Ne? Ja, wir gucken mal rein, wie der von innen ist. Zack. Ja, so möchten wir doch Lamm haben, Freunde. So möchten wir Lamm haben. Ich mach mal schnell den Teller fertig, dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Guck mal, mein Teller ist fertig. Wunderschön. Aber wir müssen probieren. Ihr müsst ja sehen, dass wir das essen. Ich mach jetzt hier einfach mal hier rein gedippt. Schön. Super zart. Super saftig. Das ist ein geiles Lamm, Freunde. Ah. Oh, Himmel, Himmel. Ein bisschen Sonne ist gerade in mein Herz reingeflogen. Sehr, sehr schön. Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, Glocke drücken, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.